So, ich begrüße wieder zu eigentlich keinem richtigen neuen Part zu Trump by the Legend, sondern halt nur so ein extra Part. Ein Special, Leute. Genau. Und zwar möchte ich da noch diese Extras, alles was wir so bekommen haben im Laufe des Spiels durchgehen und das Kraftmanner möchte ich mir noch ein bisschen. Ja, ich freue mich. Sag her. Das Team, ja. Okay, das haben wir eh schon gesehen, auf jeden Fall die Hälfte. Zwischenfrequenzen gut, die haben wir eigentlich auch alle. Also da müssen wir doch alle haben, oder? Zwischensequenzen? Ja, ich denke schon, ne? Also ist das eigentlich, das ist alles, was wir schon mal gesehen haben? Ich schon zurück, okay. Charakterprofile. Die Lara Croft haben wir, dann gibt es jemanden, der ist unbekannt. Dann haben wir James Rutland. James W. Rutland. James Walter, oder wie ist der nochmal? Das kann ich mal. Okay, dann haben wir wieder jemanden, der unbekannt ist. Dann haben wir Toru Nishimura, okay, keine Ahnung. Nishimura! Toru Nishimura! Das ist dieser farbige gewesen, dieser etwas. Der Toru Nishimura, ist das nicht dieser fette Kloß gewesen? Ja, okay, gut. Und Shoko Takamoto, den haben wir bekämpft im ersten Kampf. Das ist ja der. Das ist dieser Tätowierte da, der so ausschaut wie eine Wandtapete. Genau. Genau. Dann so. Haben wir einen Zip. Und der Unbekannte ist wahrscheinlich der Rar. Rar? Wieso Rar? Alester heißt er. Das war ein Joker. Achso. Genau, Entschuldigung. Okay. Dann haben wir Anaya Imanu. Genau, dann fehlt uns noch der Iso. Also uns fehlen viele Leute. Ich schätze mal, dass da die Emenda dabei ist. Und der Alester und die anderen. Die Amanda geht mir schon sehr ab hier. Aber was war eine hübsche Braut, muss man sagen. Eigentlich? Was passiert, wenn du da jetzt draufklickst? Ah, da kriegst du was über den Menschen daran erklärt. Ah, ja gut, das war die Wandtapete. Ist aber das uneingeschränkte Oberhaut der japanischen Oberhaupt der japanischen Yakuza? Okay, das werde ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Nee. Aber toll. Der Toru Nishimatsuyi Pukituku. War das wirklich der Fette? Jo. Ja, das war der Fette. Aber warte, wer ist denn das da ganz unten hier? Achso, das ist sie, okay. Die mit der Nase im Gesicht, ja, ich kann mich schon wieder erinnern. Okay. James Rutland, was ist mit dem? Darf man den anschauen, bitte? Ja, geht okay. Das? Der Name Rutland wird seit vielen Jahren mit dem Der Schwule. In Verbindung gebracht. Nein, ich möchte gar nicht wissen, was der alles gemacht hat. Das ist der Schwule gewesen, ich weiß nicht. Immer mit den Brillen und so, ha, ich bin so gut. So. Okay, ja, wo waren wir? Hier, Schauplatzkonzept, da hätten wir Bolivien, dann haben wir ein Fragezeichen, dann hätten wir Japan, Westafrika, England und da haben wir wieder drei Fragezeichen. Ich schätze mal, das ganz letzte ist Nepal, das vorletzte ist Nepal. Ist wurscht, brauchen wir nicht schätzen. 2 wird auch noch dabei sein, ich weiß nicht genau. Wer bitteschön kann das nachvollziehen? Vielleicht sind die Fragezeichen ja die Lösung. Ja, ich verstehe auch nicht, warum wir das nicht alles haben. Und die haben doch alle, denen sind wir doch alle begegnet. Wir haben nur 92% vom Spiel. Ja, genau. Das andere ist halt alles, was wir nicht freigestellt haben oder schätze, ja? Ja, wir haben es wirklich nur zu 92% auf, also durchgezockt im Prinzip. Wir haben nicht alles gefunden, es ist so wie es ist. Okay, also jetzt sind wir gerade bei den Objektmodellen von Bolivien. Da hat man die Lehrer, eine Granate. Was, kann man das eigentlich auch bewegen? Drehen mit den Pfeiltasten? Geht das so? Oder? Okay, dann mache ich ja so. Drehen links, rechts, ja, hier. 2 Pistolen. Was nimmst du da für Tasten? Links, rechts? Pfeiltasten oder Left Shift, Right Shift? Ich nehme jetzt gerade die bei der Tastatur, weil da geht keiner. Aha. Medivac, Käfig, Hackenscheibe, Jaguar, Söldner A, PDA, ein Fragezeichenobjekt, Dolch Bronze, Dolch, das soll ein Dolch sein. Das ist aber echt ein Scherz, oder? Okay. Ja, und jetzt sind wir wieder bei der Lara. Ja, das war's von Bolivien her. Craftman, ja, da werden wir jetzt nur, hey, wir haben ein Wappen aus Gold. Immerhin. Ansonsten nur Fragezeichen. Aber wir waren da ja auch noch nie drin, da werden wir gleich reinkommen. Ah, okay. Dann hätten wir Peru, da ist die Anaya, ein Steinblock, ein Huhn, ja, das ist gut, ein Chief Commander,
Okay. Ein Ducati Monster, Wissenschaftler, Schrotflinte, Trainer Dummy, Statue Bronze, Statue Silber, Statue Gold. Transporter Truck, Ladetruck, Jeep Wrangler. Wrangler. Das ist ein Wrangler Jeep, ja. Okay, cool. Junge Lehrer. Was ich noch sagen wollte, ist zu dieser Dummy-Puppe da dann. Die schaut so geil aus. Ja. Lass mich deine Strohpuppe sein. Auch das. Aber wir waren ja damals, das Let's Play ist ein bisschen anders, weil da haben wir alle so ganz, ganz ruhig gegeben. Weil ich habe das nämlich zeitlich ein bisschen einschränken müssen, weil ich konnte ja nicht mehr als 10 Minuten, glaube ich. 15. Oder mehr als 15 Minuten, ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn du Antike sagst, das sind 15, dann sind es 15. Und deshalb habe ich das ein bisschen einschränken müssen. Aber ihr könnt euch erinnern, das war ein Tor gestanden und dann habe ich den Fußball reingeworfen. Was hat uns das gebracht außer Applaus? Hat uns das noch irgendetwas Special-mäßiges gebracht? Ich habe keine Ahnung. So, Japan in der Truhe, ein Drachen, Ducati Superbike. Wieso immer Ducati? Okay. Lehrer mit Abendkleid, hey! Okay. Geile Schnitte. Wieder ein Freizeichenobjekt. Eine Barkeeper. Den Nishimura. Okay, der ist ganz ungefallen. Zwei Freizeichenobjekte. Weiblicher Partygast A. Weiblicher Partygast B. Weiblicher Partygast C. Ob es vielleicht auch noch ein D gibt? Nee. Oh, Alter, was ist denn das männlich? Ich glaube, der ist aber nicht ganz männlich, oder? Ich will wieder rumwackeln. Ist ein 50-50 Mann. Okay, also männlicher Partygast A und also okay, jetzt habe ich gedreht, Entschuldigung. Dann das Ganze in B. Pff, wird immer schlimmer. Und C gibt's nicht. Buddha Bronze, das Ganze in Silber und Gold haben wir anscheinend gar nicht. Oder vielleicht gibt es auch gar kein Gold. Weil ich keine Fragezeichen mehr sehe. So, wieder zurück. Westafrika. Gewehr, MP, Granatenwerfer, Fernglas, Magnethaken, Pitbull. Das sind die, die das eigentlich gegriffen haben. Ein Floß, Kiste, Fass, Anhänger. Mhm. Steht da nicht hinten noch was drauf? Da stand irgendwas hinten drauf. Ah. To my... Okay, das kann ich nicht ganz so gut lesen. Zum 20. Todestag der Vereinsbrüder. Auf jeden Fall... Veterinärmedizin. Alles Liebe. Wie wir das gefunden haben, da hat sie es eh vorgelesen. Irgendwas so, alles Liebe, meine Frau, dein, bla bla. Irgend sowas stand da drauf. Maske in Bronze, in Silber und in Gold. So, jetzt muss ich gerade... So, okay. Westafrika war das. Jetzt kommen wir zu Kasachstan. Ganz oben wissen wir gar nicht, was das ist. Dann haben wir Geisel A, dann haben wir Geisel B. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Gegenstände, die freisehen sind. Und dann haben wir die Winterlehrer. Also das müssen wir echt voll scheiße gespielt haben. Da haben wir geschossen die ganze Zeit, da kann ich nichts gut spielen. England. Das ganz erste ist... haben wir auch nicht gefunden. Dann haben wir noch die Bikerlehrer, den Sarg. Da, wo wir alle schon wissen, was da drinnen ist. Diorama Merlin, okay. Diorama Mordred. Ich kann mich ein bisschen an die Geschichte erinnern, aber nicht ganz so gut. Technik Van, ich glaube schon Van, okay. Gabelstapler. Ja, den haben wir ja vermisst danach, ja. Und der war dann nicht mehr da. So, Gabelstapler-Simulation, ja. Söldner C. Wieder ein Fragezeichenobjekt und ein Schwert im Stein. Ah, warte, es geht noch weiter. Ein Kreuz Bronze, Silber und ja, Gold haben wir anscheinend nicht gefunden, oder was weiß ich. Okay, ab zurück. Warte. Ich bin überwältigt, ehrlich du. Ja, aber das alles, guck mal, was wir da alles gefunden haben. Was war das mit dem Merlin da, aber bitte, ich sage nicht. Schneeleopard. Also das erste ist wieder mal Fragezeichen. Wieso finden wir das nicht alles? Ich finde das irgendwie schade. Ich würde halt wenigstens gerne wissen, was das ist. Ein Schläger A, ein Schläger B und ein Söldner B. Eine Winterlehrer, Gebetsmühle Bronze. Das ist wirklich eine Gebetsmühle. Gebetsmühle Silber. Und Gebetsmühle Gold wird das wahrscheinlich als letztes sein. Mhm. Die wir nicht gefunden haben.
Dann hätten wir noch Bolivien. Das ist ein Kampfhubschrauber. Excalibur Splitter A und Splitter B und ein Tagebuch. Estrade. Kraft. Das schaut echt aus wie ein Poesiealbum aus der Volksschule. Ja, das hat sie auch in der Volksschule, wie sie klein war, beim Absturz hatte sie das mit und hat sie akzeptiert. Das hat sie ja nicht jetzt. Okay. Das hat sie sich nur behalten in der Volksschule. Okay, Yetis, die hat sie gezeichnet. Ich finde die Uhr süß gezeichnet, also die Lehrer hat echt das Talent. Also, echt gut. Oh, ich liebe das. Okay. Ein Obelisk, ein Takamoto-Stab. Wieso ist der in Bolivien 2? Oder ist das Bolivien 1? Habe ich jetzt irgendwas verpennt? Das ist in Bolivien 2. Wieso ist der Takamoto-Stab? Der war doch in Bolivien 1. Ah, okay, auf jeden Fall ist er da. Wieso? Also kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik, und zwar Kostüme. Kostüme, Leute. Oh, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kostüme. Da gibt es ja mehr Fragezeichen als sonst irgendwas. Oh Mann, das ist so blöd. Weil ich mag Kostüme, ich mag das echt ur. Abendkleid Schlitz steht da. Na, Alter, bitte. Aber es macht mich jetzt echt wütend, dass wir ja nicht mehr als 6 haben. Also, nicht mehr als 5. Und 6 Fragezeichen, das ist, boah, das ist echt blöd. Okay, wir haben das Legend Outfit, dann 2 Fragezeichen, dann Legend in Blau. Kann man, okay. Wow, so das mit so einem Trainingsanzug oder so. Dann haben wir Legend Pink. Und dann Biker. Okay, das sind wir gewohnt und Abendkleid Flitz. Ja. Ah, und ganz unten geht's weiter. Okay, jetzt haben wir noch Winter. Winter kleine Jacke. Den finde ich auch cool. Boah, 4 Fragezeichen. Cat Suit. Na, das geht auch. Aber ich würde halt gerne wissen, was hinter den Fragezeichen steckt. Special Forces Stadt. Hey, das sieht auch geil aus. Ja, und mehr gibt's leider nicht. Schade, meine Lieblingsrubrik. Ein größeres Magazin, eine höhere Genauigkeit und das dritte ist, keine Ahnung was. Special sind Cheats und Pannenvideos. Video. Na, kann man da gucken? Ja, in Cheats vor allen Dingen. Ja, wir gucken jetzt das erste Mal das Video an, dann können wir ja Cheats und so machen. Ah, das sind die Videos, wo du versagt hast. Nee, ich glaube, das sind überhaupt Videos, wo Leute versagen irgendwann einmal. Weil ich glaube, dass das in bestimmten Ländern, da war das ja rausgeschnitten, das Versagen, ja. Zum Beispiel dieses Fressen und so, das war ja dann rausgeschnitten. Oder vielleicht wäre das auch bei uns rausgeschnitten, teilweise. Das war nicht rausgeschnitten, daran kann ich mich erinnern. Das auch nicht. Also ja, also es sind halt verschiedene Pannen. Wahrscheinlich kennen wir die Hälfte eh schon, weil ich die verursacht habe. Aber sonst... Ich muss sagen, ich habe mich besser geschlagen als bei der Xbox-Version. Aber bei der Xbox-Version gibt es auch mehr Tasten. Ja, das war jetzt eine Bereicherung für uns, für unsere Tomb Raider. Unglaublich, ja. Und jetzt hier Cheats. Cheats, weniger Texturen. Ja, das ist der beste Cheat aller Zeiten. Wieso gibt es Level 5 Cheats nicht? Ich möchte wissen. Wenigstens nur in so einer Klammer reinschreiben, was das ist. Ja? Da kannst du da nicht runter. Gibt's da, kommt da noch was? Oder? Mhm, da kommt nichts mehr. Ei. So. Ei. Na, auf jeden Fall ist die Viertelstunde bald um, gell? Wirklich? Ja, eigentlich jetzt schon fast. Machen wir dann das Craft Manor im nächsten? Ja, ich würde schon vorschlagen. Machen wir das Craft im nächsten und den beenden wir hier. Beinhart, oder? Mhm. Dann sagen wir sehen uns die nächsten Leute.